über Rinpoches Praxis der Zuflucht, was auf Lama Tishas Gebet basiert, das wir immer rezitieren. Obwohl ich mir nicht sicher bin, warum ich hier oben sitze und diese Worte sage, während mit diesem komischen Ding auf meinem Kopf und so tue, als zu meditieren, ist es doch sehr freudig, in der Lage zu sein, über diese Dinge zu meditieren, über diese mündliche Anweisung des Gurus zu meditieren. Und seit diese gesamte Sitzung vor allem über Zuflucht und Bodhicitta geht, das Gebet Sankhya, anstatt am Anfang dieses Gebet zu rezitieren, lasst uns vorstellen, wenn es angenehm ist für euch, dass Rinpoche auf dem Thron sitzt, uns begleitet in dieser Praxis, so wie er für uns bei der Lamachöpa Puja begleitet. Und er ist sehr erfreut, er ist so glücklich, dass wir dieses Retreat machen. Das ist das, was er sich gewünscht hat, wonach er gefragt hat. Er ist so glücklich, dass wir dies machen, dass wir uns anstrengen, uns bemühen. Er ist sehr fröhlich und Wellen von Segen und Inspiration von seiner Freude absorbieren in uns und segnen uns, um in der Lage zu sein, diese Meditation zu machen. Wir beginnen diese Praxis, indem wir eine nützliche Furcht erzeugen gegenüber unserem eigenen Zustand, das Samsara, was die Ursache für Zuflucht ist, wenn wir denken, dass wir selbst seit anfangsloser Zeit bis jetzt all die allgemeinen Leiden des Samsara und die besonderen Leiden der drei niedrigen Bereiche erleiden musste, unzählige Male, ohne Unterbrechung. Und dann versuchen wir zu spüren die Bedeutung dieser Worte in unserem Herzen, wirklich zu entdecken, was es bedeutet. Beginnt damit, das Leiden zu denken, das wir in diesem Leben ertragen mussten, das wir erfahren haben. Es hat mit dem Leiden der Geburt begonnen und es wird mit dem Leiden des Todes enden. Dazwischen gibt es Krankheit, dann Alterungsprozess, nicht das zu erhalten, was wir uns wünschen, das zu erleben, was wir uns nicht wünschen. Und selbst wenn wir das bekommen, was wir wünschen, dann sind wir nie zufrieden damit.
darüber hinaus. Die bloße Tatsache, dass wir diesen Körper und dieses Bewusstsein haben, bedeutet, dass wir zusätzlich zu dem groben Leiden, dass selbst die Freuden, die wir erleben, nur in der Natur des Leidens existieren. Und unsere ganze Erfahrung ist ein alldurchdrungenes Leiden, weil diese Aggregate befleckt sind, verschmutzt sind von Karma und Verblendungen. Das heißt, es gibt nie eine Sekunde reiner Freude, reinen Glücks, das wir erfahren. Und jetzt, hier ist, das ist die erste schockierende Wahrheit, dass dies nicht das erste Mal ist. Die Kontinuität des Leidens hat keinen Anfang. Jedes einzelne Leiden, das wir in diesem Leben erlebt haben, haben wir in der Vergangenheit erfahren, unzählige Male, ohne Anfang. Wir denken, dass dies das erste Mal ist, aber es ist nicht das erste Mal. Es war schon unzählige Male so. Und nicht nur das, aber jedes einzelne Leiden, das wir bei anderen sehen, denkt an all diese Bilder, die Leute, die verstümmelt werden in Kriegen, Kinder und Frauen, die missbraucht, vergewaltigt werden, Erdbeben, die Leiden des Holocaust, die um uns herum die traumatische Erlebnisse haben. Es gibt kein einziges Leiden, was wir nicht selbst schon erleben mussten, unzählige Male, seit anfangslosen vergangenen Leben. Und hier ist die zweite schockierende Wahrheit, dass die Kontinuität, die Fortsetzung des Leidens endlos ist. Zukünftiges Leiden wird nie zu Ende gehen. Es wird nie ein Ende geben für die Fortsetzung des Leidens, bis wir wirklich Dharma praktizieren.
Es gibt kein einziges Leiden, das wir noch nicht erfahren haben. Unzählige Male. Es gibt kein einziges Vergnügen, das wir nicht schon unzählige Male erfahren haben. Aber weil wir daran festgehalten haben, weil wir Anhaftung dazu hatten, hat es uns gefangen. Es hat uns in der, im Kreislauf der Wiedergeburt festgehalten. Deswegen ist das völlig sinnlos. Es ist dumm. Es ist lächerlich, Anhaftung zu haben und all unsere Energie darin zu geben, Dinge nachzujagen, die nur in der Natur des Leidens sind. Wenn ihr das im Herzen spürt und wenn ihr eure Situation jetzt erkennt, mit diesem kostbaren menschlichen Leben, mit diesen unvorstellbar qualifizierten Lehren, mit den kostbaren Lehren, macht sofort, fast sofort den Entschluss, euer Leben zu verändern und das zu Rein- und Dharma-Praxis zu machen. Von sinnlos zu sinnvoll, von weltlichem Dharma zu heiligem Dharma, von einem selbstsüchtigen Bewusstsein zu Bodhicitta, dem Wunsch, anderen von Nutzen zu sein, von Unwissenheit zur richtigen Sichtweise. Und jetzt auf dieser Grundlage erzeugt die Mahayana Ursache für die Zuflucht. Das ist das große Mitgefühl, in dem ihr denkt, die zahllosen Höllenwesen, Hungergeister, Tiere, Menschen, Suras, Asuras und Wesen im Zwischenzustand haben all die allgemeinen Leiden des Samsara und die speziellen Leiden der niedrigeren Bereiche unzählige Male ertragen müssen, seit anfangslosen Wiedergeburten bis jetzt. Versucht wieder, das zu spüren in eurem Herzen, das zu entdecken. Könnt ihr euch vorstellen, davor war es nur eine Person, nur ihr, aber jetzt geht es um zahllose. Es sind zahllose Wesen in jedem Bereich. Man kann nicht sagen, wie viele es sind, es sind zahllose. Zahllose Wesen leiden, all diese Leiden seit anfangloser Zeit. Sie leiden jetzt und die Fortsetzung dieses Leidens wird kein Ende haben, bis man es beendet.
Denkt darüber nach, was das bedeutet. Nimmt ein Beispiel, lasst uns ein Beispiel nehmen, eines Wurmes in der Erde. Wie viele Würmer gibt es hier in Blue Ridge? Wie viele gibt es in North Carolina? Wie viele in Amerika? Wie viele in dieser Welt? Wie viele in diesem Universum? Wie viele in zahllosen Universen? Und denkt, wie es ist, wie es sein muss, diese Art von Körper zu haben. Keine Arme, keine Beine, kein Gesicht. Man schleppt seinen Körper auf der Oberfläche des Bodens entlang oder man lebt in der Dunkelheit darunter. Denkt an diese Bilder, wenn Würmer auf der Straße zerquetscht wurden, aber sie doch noch am Leben sind. Wenn sie an einen Haken aufgespießt werden, ins Wasser geschmissen werden, um aufgefressen zu werden und völlig hilflos sind, oder wenn sie von Hunderten von Ameisen gebissen werden ohne Schutz. Wenn ihr es spüren könnt, wie ihr Leiden sein muss, und wenn ihr wisst, dass es zahllose Wesen gibt, die als Würmer jetzt geboren sind und dieses Leiden ertragen, das ist nicht das erste Mal. Es war schon unzählige Male. Und was passiert jetzt, wenn ihr an all diese Wesen denkt, als wenn sie eure Verwandte wären oder jemand, der euch nahesteht, eure Mutter, eure Kinder, das gestorben ist und in diesem Zustand wiedergeboren wurde? Wie würdet ihr euch fühlen? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn es die Person wäre, die euch am nächsten steht in diesem Zustand? Das ist das, was der Buddha gesagt hat, dass sie alle unsere Mütter waren, dass sie alle gütig zu uns waren.
Denkt darüber nach, wie es zahllose Wesen gibt, die jetzt genau zu diesem Zeitpunkt leiden und die zahllose Male in der Vergangenheit gelitten haben und die zahllose Male in der Zukunft leiden werden, außer wenn wir etwas tun, weil sie selbst keine Vorstellung davon haben. Sie haben keine Vorstellung davon, was die Ursachen von Glück sind und keine Vorstellung, was die Ursachen von Leiden sind. Es ist vollständig unsere Verantwortung, ihnen zu helfen. Weil wir jede Gelegenheit haben, dies zu tun. Wie können wir all diese zahllosen Wesen vom Leiden befreien und sie zum Glück führen? Nur, wenn wir selbst zuerst den Zustand der Erleuchtung erlangen. Deshalb müssen wir Tag und Nacht üben, in den die Lamrim-Meditationen üben. Und um dies zu tun, verlassen wir uns auf Buddha, Dharma und Sangha. Buddha, der selbst völlig befreit ist, vollständig erleuchtet, der geschickter ist und weiser ist, in den Methoden andere zu befreien. Dessen heiliges Bewusstsein durch grenzenloses Mitgefühl ohne kleinste Unterscheidung an uns gebunden ist. Und der fortlaufend den Wesen hilft, egal ob sie ihm schaden oder ob sie ihm helfen. Wenn wir darüber nachdenken, dann von tief in unserem Herzen, mit ganzem Herzen, vertraut euch ihnen an, um anderen von Hilfe zu sein, allen Wesen von Hilfe zu sein. Zusammen mit diesen fühlenden Wesen nehmen wir Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha, zu den Qualitäten. Dann rezitieren wir die ersten zwei Zeilen, das Zufluchtsgebet dreimal zu Buddha, Dharma und Sangha. Zur höchsten Gemeinschaft nehme ich Zuflucht bis zur Erleuchtung. Zum Buddha, Dharma und zur höchsten Gemeinschaft nehme ich Zuflucht bis zur Erleuchtung. Das nächste ist die Erzeugung von Bodhicitta. Denkt zuerst an all die Verdienste, die er in diesem Leben geschafft hat, jede einzelne tugendhafte Handlung, jede Tugend, die ihr geschaffen habt, jedes Verdienst, das ihr durch Meditation, durch die sechs Perfektionen geschaffen habt, all das, von der kleinsten bis zur größten, nehmt sie alle zusammen. Und die Verdienste aller Buddhas.
aller Bodhisattvas und aller fühlenden Wesen. Und widmet all dies, um die Erleuchtung zu erlangen. Um die Erleuchtung zu erreichen, für die fühlenden Wesen, für die wandelnden Wesen. Denkt über die Bedeutung von wandelnden Wesen nach. Es gibt zahllose Höllenwesen, Hungergeister, Tiere, Menschen, Asuras und Wesen im Zwischenzustand. Sie wandeln fortwährend von einem Bereich zum anderen, werden geboren, leiden in diesem Bereich, sterben, wandern zu einem anderen Bereich, werden geboren, erfahren all die Leid in diesem Bereich, sterben und wandern zum nächsten Bereich, weil sie unter der Kontrolle von Karma und Verblendungen stehen. Die fühlenden Wesen suchen es sich nicht aus, in der Hölle wiedergeboren zu werden. Sie suchen es sich nicht aus, als Moskitos, als Ratten geboren zu werden, als Hungergeister. Sie suchen sich dies nicht aus. Sie sind machtlos. Sie sind völlig ignorant und leiden. Und es wird so weitergehen, endlos in der Zukunft, wenn ich ihnen nicht helfe. Und diese fühlende Mutterwesen, diese wandernden Mütterwesen, wandern auch herum, weil sie von dem Moment, an dem sie geboren werden, so schnell auf den Tod zurasen.
Denkt jetzt über die Bedeutung nach, was es bedeutet, Zuflucht zu nehmen, um den fühlenden Mutterwesen zu nutzen. Und die einzige Weise, ihnen zu nutzen, ist, dass wir veranlassen, dass sie die Ursachen des Leidens beenden, dass sie die Beendigung verwirklichen, dass sie die Pfade verwirklichen. Und um dies zu tun, müssen wir die Erleuchtung erlangen. Wenn wir darüber nachdenkt, dann erzeugt diesen starken Gedanken, die Erleuchtung zu erlangen, um in der Lage zu sein, zahllose Wesen zu befreien, unsere fühlenden Mutterwesen, die so gütig waren, die uns so kostbar sind und die jetzt so viel leiden. Dieser Bodhicitta-Gedanke, der so kostbar ist. Und dann rezitieren wir die letzten zwei Zeilen dreimal. Möge ich durch das positive Potenzial meiner Übung von Großzügigkeit und der anderen Vollkommenheiten Buddha werden, um allen Wesen zu nutzen. Möge ich durch das positive Potenzial meiner Übung von Großzügigkeit und der anderen Vollkommenheiten Buddha werden, um allen Wesen zu nutzen. Möge ich durch das positive Potenzial meiner Übung von Großzügigkeit und der anderen Vollkommenheiten Buddha werden, um allen Wesen zu nutzen. Und jetzt denkt über die Leerheit nach, dass ich, dieses wahrhaftige Ich, das es irgendwo im Herzen zu geben scheint, das sehr solide ist, dieses Ich, das nach Erleuchtung strebt, existiert nicht, überhaupt nicht, eigenständig. Die Handlung des Strebens nach Erleuchtung existiert auch überhaupt nicht aus sich selbst heraus. Die Erleuchtung, nach der ich strebe, existiert auch nicht, auch überhaupt nicht
aus sich selbst heraus. Und auch all die zahllosen fühlende Mutterwesen, für die ich die Erleuchtung anstrebe, existieren auch überhaupt nicht aus sich selbst heraus. Jetzt widmen wir die Verdienste der drei Zeiten, die ich selbst, alle Buddhas, Bodhisattvas, alle fühlenden Wesen angesammelt haben, die alle vollständig leer sind, von sich selbst heraus zu existieren, vollständig leer, Halluzination, nur vom Bewusstsein benannt. Möge das Ich, das so erscheint, als ob es aus sich selbst heraus existiert, aber das nicht auf diese Weise existiert, eine komplette Halluzination ist, schnell den Zustand der vollen Erleuchtung erlangen, der existiert, aber der nicht aus sich selbst heraus existiert, um alle fühlenden Wesen, die existieren, aber die nicht aus sich selbst heraus existieren, in diesen Zustand zu führen, und zwar ganz alleine, der existiert, aber der nicht existiert aus sich selbst heraus. Möge wer den kostbaren höchsten Erleuchtungsgeist noch nicht entwickelt hat, ihn entwickeln, und wer ihn entwickelt hat, ihn nie verringern. Sondern immer weiter entfalten. Die nächste Sitzung ist in einer halben Stunde.